11 Dinge, die du in Dead Island 2 machen kannst. Bleib dafür auf jeden Fall am Start. Ja, liebe Leute, mein Name ist Fragnert. Hier dreht sich alles rund um Gaming. Ich würde mich freuen, euch hier mit einem Abo zu begrüßen. Und vielen, vielen Dank an Epic Games für die Unterstützung dieses Videos. Ich durfte vorab bereits Dead Island 2 spielen. Vielen, vielen Dank dafür und durfte ja so ein bisschen für euch in das Game reinschauen. Checkt also gerne mal den Epic Games Store aus, falls ihr das Game noch nicht habt. Und so schön kann es in Dead Island 2 aussehen. Wie gesagt, 11 Dinge, um die wir heute sprechen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr von dem Game haltet. Und ja, ich zeige euch mal ein paar der Features, die ich wirklich schätzen gelernt habe. Auch übrigens legendär, dass hier einfach mal so ein Auto im Pool parkt. Punkt Nummer 1. Ihr könnt L.A. erkunden, und zwar bei Tag und Nacht. Und was ihr hier auf der Karte seht, das kriegt ihr de facto auch. So gibt es hier Filmstudios, ein Hotel, Beverly Hills, Bel Air natürlich, der Klassiker. Und ich würde sagen, wir reisen mal bei Nacht nach Bel Air, denn das Flair zu verschiedenen Tageszeiten ist wirklich ein anderes. Ja, und gerade bei Nacht kommt auf jeden Fall so ein Gruselfaktor in dem Game raus. Da muss man sagen, das hat schon was. Und hier in Bel Air, da fängt übrigens für euch das Spiel auch an. Das heißt, hier entdeckt ihr das allererste Mal die Karte. Die sieht dann so aus, so wie eine alte, ja etwas zerschlissene Karte mit den wichtigsten Orten markiert. Da gibt es einige Punkte, die dann eben wichtig sind, wo ihr ins nächste Gebiet kommt und so weiter. Ich finde es mal eine ganz angenehme Art, eine Karte zu gestalten. Hatte ich so lange nicht mehr. In den Gebieten, da könnt ihr jetzt wirklich jede Menge entdecken und ihr müsst aufpassen, denn die Zombies respawnen. Das bedeutet an der Stelle, ja, die Gefahr ist niemals gebannt. Punkt Nummer 2, Gunplay. Tatsächlich gibt es auch Schusswaffen in Dead Island 2, was ich am Anfang auf jeden Fall vermisst habe, denn da bist du im Nahkampf unterwegs, lernst also so das Spiel kennen. Später gibt es dann Schusswaffen. Ich habe hier zum Beispiel wirklich schon eine stattliche Auswahl vorliegen. Unter anderem habe ich ein Sportgewehr. Dann habe ich nochmal eine Schrotflinte, eine Pistole. Und damit zu spielen macht meiner Meinung nach wirklich Spaß. Sehr zu empfehlen, also auf das Gunplay könnt ihr euch wirklich freuen. Das ist ein großer Gamechanger, wenn ihr das dann bekommt. Und da könnt ihr wirklich drauf hinarbeiten. Auf jeden Fall zu empfehlen. Punkt Nummer 3 sind Nebenquests. Auch dafür einfach an Schnellreisekarten gehen. Die findet ihr ja dann in den Orten, in den Safe Zones. Und da seht ihr dann schon auf der Karte auch, aha, hier ist also eine Quest verfügbar. Zum Beispiel in Beverly Hills und im Halperin Hotel. Reisen wir mal hin, bei Tag diesmal. Ja, und es ist wirklich zu empfehlen, die zu machen. Denn diese Nebenquests, die bringen euch nach vorne. Es ist wirklich, ja, eine schwierige Sache manchmal in dem Game. Und ihr braucht auf jeden Fall die Experience. Ihr wollt leveln. Ist manchmal wirklich fordernd. Und das meine ich sehr, sehr positiv. Aber ihr könnt euch das natürlich auch etwas leichter machen mit Punkt Nummer 4, Koop Gameplay. Bis zu 3 Leute können gleichzeitig in diesem Game hier zusammenzocken. Das ist definitiv möglich und das macht natürlich eine Menge Spaß. Ich habe es in der Demo jetzt noch nicht oder in der Presse-Review-Version noch nicht gespielt im Koop, aber ich weiß, dass so ein Game wie dieses hier einfach auf Koop Rambazamba ausgelegt ist. Oh oh, schnell weg hier! Und manchmal werdet ihr wirklich überrannt von untoten Horden. Das wird dann besonders aufregend. Da gilt es dann nur schnell die Flucht ergreifen oder die irgendwie platt machen mit nützlichen Tools. Da gibt es wirklich so einiges. Ja, und ansonsten vielleicht die Schnellreise. Punkt Nummer 5, darüber sprechen wir hier an den Monarch Film Studios vor dem großen Greenscreen. Also so einen großen Greenscreen hätte ich ehrlicherweise auch ganz gerne. Punkt Nummer 5 sind Explosives und Elementarschäden. Ihr habt die Möglichkeit im elementaren Inventar euch, ja, Explosives und Wurfgeschosse reinzulegen. Unter anderem zum Beispiel einen Fleischköder, um ja, Gegner anzulocken. Schuriken, Chemiebombe, Elektrosterne gibt's. Aber auch Rohrbomben und Molotow-Cocktails. Und erstmal sind das super coole Waffen, wie ich finde. Was aber auch super ist, sind dann eben entsprechend Elementarschäden. Die sind einfach super stark und gegen bestimmte Gegnertypen dann echt nützlich. Ihr müsst halt nur aufpassen, weil natürlich könnt ihr selber auch brennen. Und das tut dann ganz schön weh, ist nicht zu empfehlen. Da fliehen wir doch mal lieber hier, wa? Und machen weiter mit Punkt Nummer 6, dem Verbessern von Waffen. Das geht natürlich an der Werkbank. Die sieht im Game so aus, wie halt eine Werkbank. Und ihr könnt alle Arten von Waffen hier verbessern. Einmal könnt ihr sie Stufen anpassen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Level 11 Waffe, bin aber Level 14. Die könnte ich upgraden, wenn ich möchte. Auch zum Beispiel meine Fernkampfwaffen. Dann werden die nochmal deutlich stärker.
Es gibt aber eben auch solche Upgrades. Was hier natürlich besonders interessant ist, es gibt einen festen Vorteil. Den könnt ihr nicht verändern offensichtlich. Dann gibt es einmal eine Mod. Da habt ihr eine Auswahl von diversen Mods, je nach Waffe auch unterschiedlich. Und dann noch Vorteile. Und je nachdem, wie gut eure Waffe ist, habt ihr eben mehrere Vorteile. Hier die Pistole hat zum Beispiel nur einen, die ist grün. Hier kann ich zwei drauf machen. Zum Beispiel hier verringerte Nachladezeit. Ziemlich coole Sache, gerade natürlich bei einer Schrotflinte extrem strong. Es macht also dann Sinn, wirklich sich einen Loadout auszudenken mit verschiedenen Perks. Zum Beispiel hier eben Kaustikschaden drauf zu packen, dann eine mit physischem Schaden, eine mit Blutungsschaden, Elektro und natürlich Feuer darf nicht fehlen. So kann man sich ein cooles Arsenal aufbauen, was eben für jede Situation angemessen vorbereitet ist. Ja, Punkt Nummer 7, den zeige ich euch mal nicht, den erkläre ich euch nur, nämlich das, ja, Dismemberment-System bzw. das Ausnutzen von Schwachstellen. Ihr könnt natürlich auf Gegner-Körperteile zielen und sie so eben entsprechend außer Gefecht setzen, zum Beispiel nur auf die Beine zielen und irgendwann könnt ihr dann nicht mehr laufen, weil die Beine eventuell fehlen. Sehr zu empfehlen, wenn ihr ja besonders schnelle Gegner vor euch habt oder so. Und ja, jedes Körperteil hat entsprechende Funktionen und so könnt ihr dann eben auch euch Vorteile im Kampf verschaffen. Kann man auf jeden Fall ganz gut nutzen. Und wenn die Zombies dann nur noch kriechen, ja, dann habt ihr einen definitiven Vorteil. Ja, kurz zur Erklärung, ich möchte das Video hier relativ gewaltfrei halten, damit ihr einfach drüber informiert werdet. Ist, glaube ich, ganz angenehm. In anderen Videos sieht es dann übrigens anders aus. Ja, Punkt Nummer 8 ist auch noch ganz wichtig, Farmen gehen. Sucht euch Orte raus, an denen ihr eben regelmäßig, oder was heißt regelmäßig, ihr könnt auch irgendwo das machen, durch die Gegend geht und schaut, wo sind Gegenstände, die ich mir snacken kann und so eben dann craften kann, Kohle mache, um meine Waffen zu verbessern, um mir Waffen zu kaufen bei Händlern. Die gibt es natürlich auch in diesem Game. Und so könnt ihr euch dann nochmal ein bisschen pimpen. Auf jeden Fall zu empfehlen. Farming ist in diesem Spiel super sinnvoll. Und ja, mir macht das natürlich immer Spaß. Ist nicht für alle eine Mechanik, die euch gefällt, aber für mich ist das etwas, was ich sehr cool finde, wo mein Arsenal nochmal gepimpt wird. Es ist aber auch nicht verpflichtend oder so. Also ich habe jetzt keinen Punkt gespürt, wo ich mir dachte, boah, da musst du jetzt erstmal eine Stunde farmen gehen. Nee, muss man nicht, kann man. Und das finde ich immer sehr, sehr fair. Ja, und die Kohle haut ihr dann natürlich beim Händler raus. Zum Beispiel für Munition oder so. Ihr könnt natürlich auch Dinge verkaufen, die ihr nicht mehr braucht. Zum Beispiel hier diese Pike, die benutze ich nicht, oder diese grüne Axt. Mittlerweile benutze ich mehr nur von den seltenen Waffen und so kann ich mich dann derer entledigen. Verkaufen wir nochmal dieses teure Messer und jetzt haben wir fast genug Budget, uns demnächst hier mit noch einer krasseren Pistole zum Beispiel auszustatten. Das wäre ja auch attraktiv für 7800. Verticken wir nochmal das Beil hier. Und die eine Pistole, dann kann ich mir ja die andere kaufen. So, sehr schön. Ja, und auch Baupläne gibt es hier zum Beispiel, dass ihr eure Waffen anders oder besser nochmal verbessern könnt. Auch eine sehr interessante Sache, solche Baupläne sich zu kaufen. So, und weil es so schön ist, verbessern wir jetzt mal kurz gemeinsam die Pistole, wenn möglich. Ich mache mal hier den Distanzverstümmler drauf. Erhöhe den Schaden, immer cool. Könnt ihr jetzt entweder den Crit-Damage erhöhen, den Standardschaden verringern, oder die Nachladezeit verringern. Ja, eine Pistole ist eh nicht für viel Schaden da, also verringere ich mal die Nachladezeit. So, coole neue Waffe. Vielen Dank. Punkt Nummer 9, diverse Charaktere. Gleich am Anfang des Spiels könnt ihr euch einen Charakter aussuchen. Ich habe jetzt Jacob gewählt am Anfang, aber es gibt natürlich insgesamt 6 Stück. Und die haben alle eigene Stärken und Schwächen. Manche sind eher tanky und im Nahkampf unterwegs, andere sind etwas zäher. Manche sind sehr wendig und sehr schwach, aber haben dafür richtig Schaden. Und ich fand Jacob einen sehr, sehr coolen Anfängercharakter. Das war ja auch einer der am meisten beworbenen Characters. Ich meine, er prangert auf dem Cover des Games. Von daher habe ich mich dafür entschieden und das ist jetzt mein erster Charakter. Ihr könnt das Spiel mehrmals durchspielen und so ist das Ganze auch gedacht. Ich glaube, mein zweiter Charakter wird Amy. Finde ich ganz cool. Und im Hauptmenü könnt ihr dann einfach unter Schlechter quasi euren Spielstand eben aussuchen. Und ihr seht hier, ich bin zum Beispiel bei 14 von 24 Story Quests, habe schon echt eine Weile gezockt und noch einiges vor mir. Also das Spiel ist auch gar nicht klein, das war ja teilweise auch ein Kritikpunkt. Ich persönlich muss sagen, ich bin super happy mit dem, was ich bislang hatte an Content und es ist ja wirklich noch viel Content bei mir offen. Punkt Nummer 10, Skillkarten sammeln. Es gibt nämlich keinen Fähigkeitenbaum, sondern Skillkarten. Das ist auch wirklich so, ihr sammelt die in der Welt, die liegen dann irgendwo rum und ihr kriegt die dann oder kriegt die vielleicht auch durch eine Quest.
Es gibt verschiedene Slots, in die ihr verschiedene von diesen Skillkarten reinpacken könnt, je nach Kategorie, sage ich mal. Ne, also auch hier bei den Fertigkeiten gibt es dann diverse Kategorien. Ja, drücke E, um einen Sprungangriff zu machen. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel einen kraftvollen Sprungtritt machen. V ist so ein AOE-Effekt. Da gibt es auch verschiedene. Man kann also sich so ein bisschen das aussuchen, was man macht. Und jetzt habe ich hier V, also so ein Dash nach vorne gemacht. Da kann man also selber so ein bisschen seinen Charakter zusammenbauen aus verschiedenen Sammelkarten, die man dann eben findet. Und die kann man dann halt mix and matchen für einen eigenen Bild. Finde ich ziemlich cool. Man hat eine gewisse Limitation. Man wird also niemals so richtig krass OP. Wobei, wer weiß, was hier unter Numen sich verbirgt. Ja, das ist auf jeden Fall noch fraglich. Aber man wird auf jeden Fall dann merklich stärker durch diese Karten, wenn man die sammelt. Und Punkt Nummer 11, das ist unser letzter Punkt, ja, Experience Farming aufleveln. Das ist auch easy möglich und natürlich primär durch die Story. Aber ich habe gemerkt, an gewissen Punkten in der Story ist man einfach so ein bisschen underlevelt. Und da wäre es doch zu empfehlen, eventuell mal, ja, vielleicht so ein, zwei von den Gegnern zu farmen nach dem Motto, das wäre durchaus eine smarte Sache, zwischendurch ein bisschen zu questen oder eben einfach ja Zombies jagen zu gehen, das macht eine Menge Bock und man levelt dadurch auf. Ja, wenn man auflevelt, kriegt man unter anderem mehr Lebenspunkte. Das ist super praktisch, denn zwischendurch kommen richtig knackige Gegner, die einen wirklich so ein bisschen überraschen. Ich bin gespannt von euch zu hören, werdet ihr euch Dead Island 2 holen? Ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall eine Menge Spaß in dem Game bis jetzt und freue mich, das Ganze durchzuspielen. Wahrscheinlich auch werde ich es mal mit euch zusammen streamen. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal an Epic Games für den Support des Videos und ich sage bis später, euer Stefan. Und natürlich gerne mal die Beschreibung auschecken und da draufklicken auf den Link. Das wäre legendär. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao. Macht's gut. Er braucht keinen Spell.